daran zu erinnern, wie schön die Olympischen Spiele waren, bis auf den einen Zwischenfall, der natürlich die ganze Welt, nicht nur die Olympischen Spiele, sondern die ganze Welt bewegt hat. Aber München hat damals ein ganz anderes Gesicht bekommen durch die Olympischen Spiele. Erinnern wir uns, die Ringe, die Infrastruktur wurde gewaltig verbessert. Ich bin heute, als ich hierher kam aus Salzburg, bin ich dann den mittleren Ring gefahren und habe gedacht, wo wärst du, auf welcher Straße würdest du jetzt fahren? Wenn damals die Olympischen Spiele nicht gekommen wären, wahrscheinlich irgendwo auf einem Pfad hätte man mich hier hingeleitet. Also über die Nachhaltigkeit der Olympischen Spiele 72, man braucht sich durch diesen wunderbaren Park anschauen, das ist damals in die Welt hinausgegangen. Leider heute auch der eine Zwischenfall, der natürlich auch dafür gesorgt hat, dass die Olympischen Spiele 72 noch in Erinnerung sind. Vor allem aus einer bestimmten Richtung, das zu Recht. Also ich kann nur empfehlen, sich daran zu beteiligen. Ich wurde gefragt, ob ich da auch mitmachen möchte, bei dieser Aktion für die Olympischen Spiele mich einzusetzen. Ich muss sagen, ich war schon bei der letzten Abstimmung, die Olympischen Spiele 2018, die zwar sehr gut war, die Bewerbung war sehr aber ausgezeichnet, aber ich habe natürlich nicht gerechnet, dass die europäischen Kandidaten, die IOC-Kandidaten, man muss sich das einmal vorstellen. Und da war ich eigentlich am meisten überrascht, weil ich kenne das vom Fußball her. Also ob das die UEFA oder die FIFA, bei der UEFA, wenn sich ein Land, ein europäisches Land bewirbt für irgendeinen Wettbewerb, da gibt es ja viele Wettbewerbe, nicht nur die Fußball-Weltmeisterschaft, da gibt es U23 und so weiter, Weltmeisterschaften, dann ist die gesamte UEFA, die gesamten Europäer stehen hinter dieser Bewerbung. Und diese schmerzliche Erfahrung mussten wir dann machen in Durban, in Südafrika, als man feststellen musste, dass die Hälfte oder über die Hälfte aller europäischen IOC-Mitglieder haben für die Koreaner gestimmt. Dann habe ich gesagt, das gibt's nicht. Ich habe gesagt, doch, das war so. Also das konnte ich damals nicht verstehen, dass man als Europäer, nichts gegen die Koreaner, die haben sich dreimal beworben und haben auch es verdient, diese Olympischen Spiele da auszurichten, aber mit Hilfe der Europäer, muss man sich das einmal vorstellen, haben die Koreaner die Olympischen Spiele bekommen. Aber das ist Vergangenheit, jetzt bewirbt man sich wieder. Ich habe gesagt, was ich machen kann, das mache ich gerne. Das ist klar, München ist meine Heimatstadt, ich bin hier geboren und das wird auch meine Heimatstadt bleiben, solange es halt geht. Und dafür setze ich mich ein. Und die Vorzüge von Olympischen Spielen, ich würde jetzt sagen, wir haben sie erlebt bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006, ja, wir hatten da auch unsere Probleme, Bau des Stadions draußen, die Allianz Arena, war auch nicht von Anfang an so gern gesehen. Da haben wir gesagt, was wollt ihr denn mit dem Stadion? Das Olympiastadion ist doch ausreichend. Und gesagt, nein, das ist nicht mehr ausreichend. Das war 72, wir haben heute eine andere Zeit, heute wird Fußball in Fußballarenen gespielt. Und ich habe damals, der Oberbürgermeister, Herr Rudi, der wollte es nicht glauben, sage, Herr Rudi, ich gebe Ihnen mein Wort, ich bin Chef der Organisation. Sage, wir brauchen das Stadion, sonst wird in München kein WM-Spiel sein. Das hat er mir am Anfang nicht geglaubt, aber ich habe es ihm mehrere Male gesagt, bis er es dann geglaubt hat und dann war es dann möglich und das Stadion wurde gebaut und das ist heute ein Highlight. Ja, also allein wenn du da drüber fliegst, Richtung Erde im Flughafen und der Nacht ist beleuchtet, blau, ja, ein bisschen weniger, aber rot hauptsächlich, neutral. Und die Nachhaltigkeit. Und was hat uns diese Weltmeisterschaft 2006 gebracht? Eine Anerkennung international, dass man heute weltweit, wo du hinkommst, wirst du immer noch auf dieses Ereignis angesprochen. Also, das ist unbezahlbar. Natürlich sagt man, das kostet einen Haufen Geld. Klar, geschenkt kriegst du nichts. Aber wenn man allein den Imagegewinn betrachtet, den wir damals bekommen haben oder heute noch bekommen, also das kannst du mit Geld, kannst du das nicht bezahlen, das ist einfach gigantisch und wenn man sich da einfach die Chance hat, einen solchen Wettbewerb dann zu bekommen, austragen zu dürfen,
ich denke, dann sollten wir alle zusammenhalten, ihr sowieso, von den Medien sowieso, und habt ihr mal wieder monatelang wirklich, seid ihr wieder im Mittelpunkt und könnt ihr euch richtig austoben. Aber auch nicht nur jetzt egoistisch gemein, sondern auch für die Sportler. Klar, dass die Sportler dabei sind, aber alle, die Möglichkeit haben, ihre Stimme abzugeben, sollten es tun. Natürlich gibt es Gegner, das gibt es überall. Wir leben heute halt in einer Demokratie, das ist ja klar. Aber man muss halt einfach überzeugend auftreten und man muss halt einfach die Vorteile den Leuten mitteilen, was es wert ist, was es heißt, Olympische Spiele zu bekommen. Und das ist der Grund, warum ich hier bin, das ist der Grund, warum ich mich einsetze. Und wenn Sie noch irgendwas detailliert wissen wollen, fragen Sie bitte den Herrn Abold, der dafür zuständig ist, die Veranstaltungen und die Medien zu informieren, oder die Staatsministerin, die weiß ein bisschen mehr Bescheid. Ich kann Ihnen nur sagen, aus meinem Gefühl heraus und aus der Erfahrung heraus, wie schön es ist, diese so Olympische Spiele zu bekommen, um 50 Jahre danach, nach den Sommerspielen, Winterspiele zu haben. Also das ist auch einmalig, denn ich glaube, das hat es noch nie gegeben, dass in einer Stadt zwei Olympische Spiele stattfinden. Aber das ist jetzt nicht der Grund, warum ich sage, wir brauchen die Spiele, sondern weil es halt einfach mit der Nachhaltigkeit, Imagegewinn und so weiter. Und die Frau Ministerin hat schon gesagt, also die Sportstätten stehen eigentlich, bestehen, also man muss nichts Neues bauen. Ich kann die Kritiker auch verstehen, die sagen, Sochi, sind die wahnsinnig. Die geben da Milliarden von Euro aus, um solche Spiele aus der Retorte zu zaubern. Da muss ich auch sagen, das entspricht nicht der Logik. Oder auch die Fußball-Weltmeisterschaft Katar. Ich war dabei, war bei der Abstimmung dabei. Ja, also ich habe auch den Kopf geschüttelt und habe gemeint, also wie kann man in Katar eine Fußball-Weltmeisterschaft austragen, das geht nicht. Deswegen war von Anfang an mein Vorschlag, spitzende Winter, ja, dann braucht das ganze Land nicht runterkühlen, weil da ist ungefähr 50 Grad und da kannst du nicht spielen. Also das ist ja jetzt, da haben wir gerade die Diskussion, sollte das jetzt so sein oder nicht. Aber da verstehe ich dann auch den Unmut und sage, Mensch, muss denn das sein, Milliarden auszugeben, um ein Land oder die Stadien oder die Public Viewing-Plätze runterzukühlen. Also es muss ja nicht sein, das kann ich anders wie auch ausgeben, vor allem wenn man dann die Möglichkeit wirklich noch im Winter zu spielen, wo man perfekte Temperaturen hat. Also das ist jetzt kurz das, was mir gerade eingefallen ist. Und ich hoffe, Sie haben Verständnis, also als geborener Münchner, dass ich mich dafür einsetze, weil das eine einmalige Chance ist, wenn Milliarden Menschen in dieser Zeit vor dem Fernseher sitzen und Millionen kommen, um sich diese Spiele anzuschauen. Das ist eine Werbung für das Land, für München und für das Land Bayern. Das kannst du nicht bezahlen. Also deswegen bin ich natürlich dafür und deswegen setze ich mich ein. Dankeschön. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, bevor wir zu dem eigentlichen Anlass kommen, warum wir heute auch zusammenkommen sind, nämlich die Vorstellung der neuen Plakate jetzt für die dritte Welle unserer Kommunikation draußen, das würden wir gerne mit Ihnen hier zusammen präsentieren, möchte ich mich erstmal herzlich bedanken bei Ihnen beiden. Ich bedanke mich für das Löwenherz. Ich weiß nicht, Löwenherz bin ich sofort dafür. Ich habe jetzt vor der Verbot. Vor ein paar Tagen habe ich mit Meyerhofer telefoniert wegen einer anderen Geschichte. Da sage ich, sag einmal, das gibt es doch nicht. Das war aber vor dem Spiel gegen Dresden. Ich halte euch regelmäßig die Daumen und ihr schafft es nicht, da nach vorne zu kommen. Also wir werden das, wir haben da Altlasten zu betätigen und. Das geht aufwärts und es geht aufwärts. Und dann höre ich das Ergebnis gegen Dresden 3-1. Also, wo ist das Löwenherz? Wo sind die alle? Das Löwenherz ist gerade hier so mehr unterwegs. Ne? Also, aber danke für das Kompliment. Und es ist in der Tat so, hier kämpfen gerade viele, viele Herzen mit sehr viel Engagement und viel Herzblut, sagen wir ja. So. Das basiert alles auf Ehrenamtlichkeit. Und das ist eigentlich auch der einzige Aspekt, den ich hier noch kurz anfügen möchte. Ich glaube, inhaltlich brauche ich da nichts mehr dazu sagen. Wir von der Tourismusinitiative München haben im Juni hier die Initiative ergriffen und haben gesagt, wir müssen jetzt hier ins Wasser springen, um eine starke Unterstützerkampagne
an den Start zu bringen. Ich bin sehr froh, dankbar und auch ein bisschen stolz, zusammen mit der Agentur Arbeit und großem Engagement in München eine, glaube ich, gute Kampagne und eine sehr intensive Kampagne jetzt auch zu sehen. Es macht Spaß, diese Initiative zu begleiten. Und ein Aspekt, der wirklich jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten auch sehr interessant war zu sehen. Wir haben innerhalb weniger Wochen ein Netzwerk in München entwickelt und auch über die München hinaus in die Regionen, was unglaublich gut funktioniert, weil dieses großartige Ziel vor uns ist, sich für Olympia einzusetzen. Es macht unglaublich Spaß, als gebürtiger Münchner da ein bisschen dazu beizutragen. Und ich kann nur sagen, München kann Weltmeisterschaft, München kann Olympia 72, München kann Champions League und München kann mit Sicherheit auch die Olympiade 22. In diesem Sinne würde ich gerne die neuen Plakate vorstellen. Wir haben ja von vornherein gesagt, wir wollen keine Großkopfhattenkampagne, die sich mit viel Geld den Bürgerentscheid am 10.11. kauft, sondern wir haben gesagt, wir wollen ein breites bürgerschaftliches Engagement sehen. Das sieht man heute auch. Wir haben wirklich von der Taxi-Innung über die Friseur-Innung, über die breiten Sportverbände bis hin zum FC Bayern und die Beteiligten heute hier ein breites Engagement. Das freut uns sehr, dass wir es geschafft haben, Olympia, den olympischen Gedanken hier breit zu positionieren. Und was Sie hier sehen, das abschließend ist das, worum es eigentlich geht. Und das kommt mir ganz ehrlich manchmal viel zu kurz in der ganzen Diskussion. Es geht um die Sportler. Es geht um ein großartiges Weltfriedensfest nach München zu holen. Es geht darum, den Sportlern die Plattform zu geben und nicht nur den Sportlern, sondern auch den Paralympischen Spielen hier eine großartige Plattform zu bieten. Herzlichen Dank. Ein Lächeln für 2020. Ihr geht ja alle, ne? Selbstverständlich. Aber es sagt ja. Ein Becken bitte nochmal. Das ist wie beim IOC, da gibt es Länder, die haben 5 Millionen, das kann ich mir vorstellen. Und die anderen haben die Klassikerstimme. Also noch das gerechnet wurde, das verstehe ich. Bitte nochmal ein Lächeln für mich. Dankeschön. Da geht es dann bei der Lieferung, auch wenn Sie nicht gescholten sind. So, meine Damen und Herren, jetzt ein Appell an die Disziplin.